So, als erstes werde ich hier überall Staub drauf. Unglaublich. How I built a Lego castle from scratch. Episode 46. Moin Freunde, in der heutigen Folge machen wir hier oben die Wehrplattform fertig. Einmal hier oben einen Steinabschluss wie da drüben. Und dann müssen wir oder ich den Wickelmechanismus für das Fallgatter, der muss fertig gemacht werden. Die Zuwegung für den Turm, also mindestens bis zur Tür von dem Turm auf jeden Fall. Und das Ding hier nochmal schön. Und dann gucken, ob wir da ein Dach raufsetzen, ob das überhaupt aussieht mit dem Dach. Mal gucken. Als erstes mache ich jetzt einmal hier die Plattform. Ah, nee. Ich hau jetzt hier erstmal den Boden von der Hauptmauer rauf. So, als wären gar keine Holzelemente vorhanden. Lass hier einen Schlitz für das Fallgatter und weiter geht's. Okay, so machen wir das ganz genau. Ja, der Boden ist auch gesetzt hier. Da muss jetzt hier einmal vorne eine Mauer hin. Einmal durchziehen. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Und hier könnte ich das Dach entweder nur bis auf die Mauer rauf oder bis hier hinten hin und dann hier nochmal Stützen setzen. Du kommst da wieder hin. Das ist die Frage. Durchgehendes Dach. Hier was längeres. So. Dann muss ich hier ein bisschen überstehen, aber das lag noch nicht mal. Oder so. Bis hier ganz rüber auf. Oh. Dann muss ich aber höher hier. Ne, muss ich nicht. Aber kann ja flaches Dach setzen. Da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Prinzip Fallgatter. Wir haben hier eine Winde. Die hier mit dem Zahnrad kann ich Zahn für Zahn und sagen wir mal so einen Hebel zum Verriegeln. Und auf der anderen Seite können wir hochdrehen. Im Prinzip, wenn Alarm ist, Fallgatter runter, macht der Knecht den hier und das Fallgatter rauscht nach unten. Um das wieder aufzuwickeln, muss man hier den Hebel einmal wieder aufs Zahnrad legen und dann kann man ganz entspannt hochkurbeln. Und das Tor bleibt oben. Ganz einfach. So, hier muss ich jetzt mal gucken, ob ich noch eine kürzere Achse habe. Da habe ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht. Und gleich mal, ich löse das einmal aus. Ich habe das Benzel habe ich zwischen Achse und Achsverbinder hier reingedrängt und auch mit Gewalt. Und man sieht das hier, glaube ich, ganz gut. Oh, da wird das Material schon müde. Ich habe jetzt hier noch mal eine neue Version. Hier oben auslösen und das Tor rauscht nicht runter. Was ist da los? Also nochmal runter. Gleich. Jo, alles vorbereitet. Hier oben habe ich etwas Spiel. Das ist aber wichtig bei Technik. Etwas spielen, nicht zu viel spielen. Dann lösen wir mal aus. So habe ich mir das vorgestellt. Die finale Version meines Fallgatters. Die Zähne, die ich hier eben noch hatte, die musste ich wieder wegnehmen, weil wenn das Tor runterrauscht und dann unten auf den Boden knallt, sage ich mal, dann sind die Zähne weggesprungen. Das ist nicht das, was ich haben wollte.
Okay, Moment, sieht das so aus. Das ist hier noch lose, aber das wird ungefähr dann die Dachneigung. Dann mache ich auch Holzschindeleindeckung, sage ich mal. Das soll sich noch ein bisschen vom Hauptgebäude abheben, die Dachkonstruktion und auch die Dacheindeckung. So, die Falkadergeschichte, die haben wir ja nun endlich mal in trockene Tücher gewickelt. Das hier oben ist auch cool. Tja. Alarm würde heißen, Feiger da runter, Türen zu, Klappe hoch. So, das soll es dann leider auch gewesen sein für heute, weil im Gegensatz zu den Benzinpreisen hat sich mein Gehalt nicht verdoppelt und die einzige Einsparmöglichkeit, die ich im Moment besitze, ist wirklich hier mein Lego-Hobby ein bisschen runterzufahren. Das heißt, die Folgen werden kürzer, die Bauabschnitte oder die Baufortschritte vielmehr werden moderater. Es ist, wie es ist. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf und ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, weil ich will eigentlich weiter jedes Wochenende wenigstens einen kleinen Fortschritt präsentieren können. Gut. Also beim nächsten Mal versuche ich das hier fertig zu machen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.